Kuckuck und hallo, mein Name ist Kurt und ich werde sehr häufig gefragt, was man tun kann, wenn ein Angehöriger, ein geliebter Mensch nicht krankheitseinsichtig ist im Rahmen einer Psychose. Mein beliebtestes Video dreht sich auch um die Frage der Krankheitseinsicht und was es mit diesem Wort auf sich hat. Und ehrlich gesagt, habe ich meine Meinung dazu in den letzten Jahren etwas geändert und kann das Wort einfach nicht mehr hören. Warum ich das Wort Krankheitseinsicht einfach nicht mehr hören kann und es zum Teufel wünsche, das möchte ich dir in diesem Video etwas näher bringen. Was kannst du also tun, damit dein geliebter Mitmensch krankheitseinsichtig wird? Nun, meine Antwort ist ganz einfach, das Wort Krankheitseinsicht erst einmal nicht mehr zu verwenden. Um besser verstehen zu können, warum ich den Begriff Krankheitseinsicht nicht mag, lohnt sich ein Blick auf den radikalen Konstruktivismus, also eine philosophische Theorie. Keine Sorge, ich will da nicht tief einsteigen und das Thema interessiert dich jetzt wahrscheinlich nicht, wenn du deinem geliebten Mitmenschen helfen möchtest, aber genau dahin führt der Weg. Wenn wir uns einmal vorstellen, dass es auf der Welt viele Milliarden Menschen gibt, die alle eine unterschiedliche Weltsicht haben, also einen anderen Blick, eine andere Perspektive auf die Welt, sie anders wahrnehmen und verstehen und interpretieren, dann könnte man sagen, dass die Realität nicht ein und dieselbe ist für uns alle, sondern dass es einige Milliarden verschiedene Realitäten gibt. Ich persönlich möchte nicht behaupten, dass meine Sicht auf die Realität die einzig richtige ist und ich möchte auch keinem anderen Menschen absprechen, dass die jeweilige Weltsicht, die die andere Person mitbringt, falsch oder richtig sei. Diesen Punkt festzuhalten finde ich persönlich so wichtig, da ich den Eindruck habe, dass Menschen, die sich in eine Psychose verabschieden, also aus der gemeinsam geteilten Realität entschwinden, häufig in einer anderen Realität ankommen und es darum gehen muss, zu schauen, wie verhandeln wir, was Realität eigentlich ist. Diese Kompetenz abzudriften, sich aus der eigentlich geteilten Realität zu verabschieden und zu flüchten in eine andere Realität, in innere Welten, kann man auch als eine Kompetenz sehen, die Menschen erst einmal aufbringen möchten, um überhaupt existenziell überleben zu können. Oftmals ist es einer Person, die sich aus der Realität verabschiedet und in eine Psychose begibt, aber gar nicht bewusst, dass dies der Fall ist. Das heißt, wenn ich dieser Person nun sage, sie soll krankheitseinsichtig sein, unterstelle ich ihr erstmal, dass sie in der Lage ist, das zu reflektieren, dass sie sich gerade verabschiedet und sich in einer Psychose befindet. Der Begriff Krankheitseinsicht, wenn ich den nun anwende, bedeutet aber auch, dass ich für mich in Anspruch nehme, dass ich weiß, was richtig ist, was real ist und meinem Gegenüber unterstelle, dass er dies nicht weiß und etwas eingeschränkter ist, als ich es bin. Das heißt, ich beginne damit schon ein Machtgefälle herzustellen. Wenn ich nun einer anderen Person sage, dass sie krank ist und akzeptieren muss, dass sie sich in einer Psychose befindet, dann erzeugt das erst einmal Abwehr, denn die Person möchte natürlich nicht in diesem Machtgefälle den Kürzeren ziehen. Das heißt, wenn ich von Krankheitseinsicht rede, unterstelle ich sofort, dass mein Gegenüber weniger kompetent ist als ich, der diese Unterstellung erst einmal aufstellt. Wenn ich von Krankheitseinsicht spreche, dann unterstelle ich meinem Gegenüber erstmal eine geringere Kompetenz, den Alltag, die Realität einzuschätzen. Denn ich nehme für mich an, dass ich die Weisheit mit Löffeln gefressen habe, indem ich sage, ich weiß, was Realität ist und du bist krank. Und auch im Rahmen einer Psychose ist es immer problematisch, einen Menschen von oben herab zu behandeln und ein Machtgefälle zu erzeugen. Wer sind wir auch, um anderen Menschen zu unterstellen, dass unsere Perspektive, unsere Sicht auf die Welt richtig ist und sie aufzufordern, unsere eigene Brille überzuziehen und unsere eigene Wahrnehmung als die einzig richtige darzustellen? Was gibt es aber für Alternativen zu diesem Vorgehen? Nun, eine andere Möglichkeit wäre natürlich auf den ersten Blick, sich in diese andere Welt der Psychosen und der Wahninhalte hinabziehen zu lassen und dort einzusteigen und sich mit hineinzubegeben und zu schauen, sind diese Wahninhalte nun real und begebe ich mich da rein und thematisiere ich sie. Aber wir wissen vielleicht alle, dass dies auch keine ratsame Strategie sein kann, denn dadurch können wir beide, die erkrankte Person als auch das Gegenüber, hinabgezogen werden und geraten nur noch tiefer in diesen Strudel hinein. Es geht mir also nicht darum zu entscheiden, entweder sich in den psychotischen Strudel zu begeben und sich dort hinabziehen zu lassen oder aber auf der anderen Seite oberlehrerhaft aufzutreten und von Krankheitseinsicht zu sprechen, denn es gibt immer noch eine weitere Möglichkeit. Schließlich sind Worte und die Wahl unserer Worte so wichtig, denn sie konstruieren unsere Realität, unsere Wirklichkeit. Und wenn wir davon absehen, von Krankheitseinsicht zu sprechen, sondern einen anderen Begriff wählen, dann ist schon viel gewonnen. Ich schlage deswegen vor, das Wort Krisenbewusstsein zu verwenden. Eine Krise ist ein Begriff, der eher geeignet ist, als der Begriff Krankheit, ihn anzunehmen, denn schließlich
ist der nicht so fundamental? Wir hatten wahrscheinlich alle schon mal eine Krise, die eine oder andere. Und dementsprechend ist es einfacher zu sagen, reflektiere zum Begriff Krise, gibt es da vielleicht ein Anzeichen, dass es dir gerade nicht so gut geht? Vergleichbar mit diesem Unterschied zwischen Krankheitseinsicht und Krisenbewusstsein ist womöglich auch das Verhältnis von Compliance und Adhärenz. Das sind Begriffe, die du nun wirklich nicht merken musst, aber ich möchte kurz darauf eingehen. Vielleicht hast du von Ärzten schon mal gehört, dass sie über einen Patienten oder eine Patientin sprechen, die non-compliant ist, also nicht krankheitseinsichtig ist, mit anderen Worten, und deswegen den Behandlungserfolg ihrerseits gefährdet. Dieses Machtgefälle, wo Fachpersonen, wo Psychiaterinnen, wo Ärzte einseitig festschreiben, was ein Behandlungserfolg ist und was erfolgen soll seitens der Patienten, diese Art von Compliance, diese Art Krankheitseinsicht der Forderung erzeugt erstmal eine Gegenwehr, erzeugt einen Abwehrmechanismus und verhindert, dass gemeinsam zwischen Ärztin und Patientin ein Austausch entsteht, ein Gegenüber entsteht, woraus eigentlich auch der Therapieerfolg erst erwachsen kann. Die Bereitschaft, die Kritik seitens der Patienten anzunehmen durch psychiatrische Fachpersonen, durch Ärzte, Psychologen und andere Fachpersonen, ist so wichtig, weil sie überhaupt erst einen Austausch ermöglicht. Wenn meine Ärztin nicht bereit ist, anzuhören, was ich über Nebenwirkungen klage oder was ich für Befürchtungen habe bei einem Klinikaufenthalt, dann wird es sehr schwierig, diese Einwände überhaupt ausräumen zu können, wenn ich einfach in meiner Zeitknappheit drüber hinweggehe und mein Gegenüber die Patientenstimme gar nicht erst zu Wort kommen lasse. Und für dieses gemeinsame Aushandeln, was ein Therapieerfolg sein kann und in welche Richtung man sich bewegt, steht im Gegensatz zur Compliance der Begriff Adhärenz. Denn da geht es darum, gemeinsam einen Weg zu finden, gemeinsam zwischen Patient und Arzt oder Patientin und Ärztin zu entscheiden, wie kann man sich Schritt für Schritt aus der Krankheit oder aus der Krise herausbewegen und wie kann man Wege finden, die zu einer Genesung, zu einer Verbesserung der Situation führen können. Wenn ich als Fachperson darauf achte, was mein Gegenüber fordert, was gibt es für Zweifel, was gibt es für Einwände, was gibt es für Wünsche und Forderungen, was möchte diese Patientin, was möchte dieser Patient und was spricht gegen eine Behandlung, dann erst in diesem gemeinsamen Austausch kann so etwas wie Vertrauen erst entstehen. Wenn eine Fachperson nun nicht von Krankheitseinsicht, sondern von Krisenbewusstsein spricht, dann deutet es darauf hin, dass ein gemeinsames Aushandeln möglich ist, dass sie bereit ist zuzuhören und anzuerkennen, dass sie selbst nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen hat. Und der Begriff Schizophrenie ist schließlich ein Konzept, das wir alle nicht durchdrungen haben. Es gibt nur Theorien, was es damit auf sich haben könnte, aber es gibt keine letztendlichen Hintergründe, wo wir wirklich wissen, was sich hinter diesem Phänomen von Psychosen eigentlich verbirgt. Vertrauen aufzubauen bedeutet also auch zu signalisieren, sich zu trauen, zu signalisieren, dass ich selbst nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen habe und es möglich ist, dass mein Gegenüber auch Kompetenzen mitbringt, die ich erst einmal wahrnehme und anerkenne. Welche Stärken, welche Hobbys, welche Ressourcen bringt die Person mit, die sich gerade in einer akuten psychotischen Krise befindet? Stecken wir unser Gegenüber also bitte nicht in eine Schublade, die Menschen abstempelt mit dem Begriff F20 Schizophrenie, sondern sind wir offen für Nuancen. Schauen wir darauf, was die Person ganzheitlich ausmacht, was sie eigentlich mitbringt, wie individuell und einzigartig sie ist. Wir haben schließlich ein einzigartiges Gegenüber vor uns mit allen individuellen Besonderheiten, mit Erfahrungswerten jenseits der Erkrankung, jenseits einer Psychose. Eine wertschätzende Kommunikation setzt also voraus, dass wir selbst demütig bleiben und uns irren können, dass das Gegenüber, das sich in einer Psychose befindet, womöglich recht haben könnte mit ihren individuellen Annahmen und dass ein Begriff Krankheitseinsicht diese Demut erst einmal beiseite wischt und ein Austausch, ein Miteinander, eine Kommunikation, die gelingen kann, erst einmal verunmöglicht. Ich persönlich finde es ganz wichtig, nicht nur von Schizophrenie, von Erkrankung zu sprechen, von Psychose zu sprechen und so pathologisch, so reduktionistisch vorzugehen, sondern auch zu schauen, welche Schritte hat das Gegenüber, welche Schritte hat ein Patient zurückgelegt, um überhaupt auf diesen Weg zu kommen, um Schritt für Schritt voranzukommen und welche Herausforderungen, welche Hürden sind dort aufgetreten und welche wurden vielleicht auch schon erfolgreich umschifft. Auch wenn es uns erstmal nicht nachvollziehbar erscheint, eine Psychose ist oftmals eine existenziell wichtige Kompetenz, um aus einer Situation zu erscheinen, die lebensbedrohlich erscheint. Und somit ist es nicht nur eine Erkrankung oder ein Defizit, sondern kann auch eine Strategie sein, eine Kompetenz, um überhaupt weiterleben zu können.
Insofern scheint es auch sinnvoll zu sein, die Leistungen, die eine Person, die an Psychosen erkrankt ist, überhaupt zu würdigen und auf einer anderen Art und Weise dorthin zu schauen, nämlich ressourcenorientiert. Insofern erscheint der Slogan Glad to be mad umso sinnvoller. Wenn ich von Glad to be mad spreche, meine ich nicht damit, dass ich eine Erkrankung, eine schwere Störung verharmlosen möchte oder das Leid von Angehörigen und Betroffenen damit beiseite oder kleinreden möchte. Es geht mir im Gegenteil vielmehr darum zu schauen, dass der Weg, den diese Personen zurückgelegt haben, im Umgang mit einer schweren psychischen Erkrankung sehr, sehr hilfreich sein kann und dass der auch anerkannt wird, dass er wertgeschätzt wird. Es geht nicht darum, eine Krankheit abzufeiern, sondern es geht vielmehr darum zu schauen, da ist Respekt, da ist Wertschätzung vorhanden für die Leistung, die ein Mensch, der eine Psychoseerfahrung gemacht hat und da herausgefunden hat oder gelernt hat, damit umzugehen, auch zu schätzen und zu würdigen. Auch wenn ein Leben mit Psychoseerfahrung oftmals viele Einschränkungen mit sich bringen mag, so lohnt sich doch auch darauf zu schauen, dass ein bedeutungsvolles Leben möglich sein kann und dass eine gewisse Lebensqualität auch immer gesteigert werden kann und dass wir uns auch dem einmal annehmen können und statt immer nur auf Stabilität zu gucken, die natürlich auch wichtig ist, auch den Blick nicht verlieren auf die Qualität des Lebens dieser Personen und auch wertzuschätzen, was sie bereits erreicht haben. Und auf die positive Bilanz zu schauen, nämlich auf das, was das Erfahrungswissen, was die gelebte Erfahrung an positiven Dingen mit sich bringt. Glad to be mad bedeutet also nicht, auf eine Krankheit zu schauen und die zu feiern, sondern vielmehr selbstbewusst zu sein für das, was man persönlich erreicht hat im Rahmen einer kritischen Auseinandersetzung mit einer solchen Krise. Wenn wir schauen, was unsere Gesellschaft noch immer an stigmatisierenden Haltungen mit sich bringt im Bereich Psychoseerfahrung, dann erscheint diese Haltung des Selbstbewusstseins und eines offensiven Umgangs damit umso wichtiger. Es ist wunderbar und total ermutigend zu sehen, was sich im Bereich von Personen mit Burnout, mit Depressionen in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten bereits getan hat zum Positiven, dass eine offene Auseinandersetzung zum Thema Mental Health in unserer Gesellschaft immer offener, immer größer möglich wird in einem größeren Maßstab und dass Menschen sich trauen, klar mit ihrer Erkrankung umzugehen und diese auch öffentlich zu benennen. Für psychoseerfahrene Menschen gilt dieser offene Umgang leider nicht, denn die Stigmatisierung in diesem Bereich für Menschen mit einer Diagnose wie Schizophrenie wird in den letzten Jahren immer größer. Eben weil die Stigmatisierung im Bereich Psychosen immer größer wird, habe ich mich auch entschieden, im vergangenen Sommer ein Madcamp, ein sogenanntes Anti-Stigma-Festival durchzuführen, im Grünen in der Natur mit sozialpsychiatrischen Fachpersonen, mit Angehörigen und natürlich mit Menschen mit gelebter Erfahrung, mit Psychoseerfahrung. Diese drei Personengruppen sind zusammengekommen, dazu Menschen aus dem Bereich Journalismus und Medien, Leute aus der Wirtschaft, Entscheider, Politikerinnen, Politiker waren eingeladen und viele andere Personengruppen mehr, um gemeinsam auszutauschen, welche Sichtweise bringt man mit auf das Bild von psychisch erkrankten Menschen, auf das Bild von Psychoseerfahrung und wie können wir dieses gemeinsam ändern. Inspiriert dazu haben mich die Mad Studies, die Mad Pride-Bewegung und nicht zuletzt das Festival Madcamp in Kalifornien, was auch schon stattgefunden hat im vergangenen Jahr. Und wo es auch darum ging, zusammenzukommen, eine gute Zeit zu erleben, sich auszutauschen. Und dementsprechend kamen im Sommer im Ferch am Spielosee etwa 60 Personen zusammen, die einfach eine gute Zeit erlebt haben, die Workshops gemacht haben, die am Strandbad eine Party gefeiert haben, bei Musik und der Vorstellung von verschiedenen Projekten zusammengekommen sind, bei Grillfesten und Bootsfahrten, sich gemeinsam ausgetauscht haben und einfach eine gute Zeit in der Natur genossen haben. Mit an Bord war nicht zuletzt auch die bekannte Drag Queen Jurassica Parker, die Erfinderin der Wasser-Wasserschorle, die eine gewisse Leichtigkeit mit in dieses Festival gebracht hat. Denn diese Leichtigkeit zu vermitteln, war für mich persönlich ein wichtiger Rahmen, um überhaupt die Möglichkeit herauszustellen, dass man sich öffnet mit diesen ganzen schweren Themen, mit diesem Leid, das einhergeht, mit diesem Ballast, um sich öffnen zu können, um einen sicheren Rahmen zu gestalten. Deswegen eine gewisse Leichtigkeit in den Fokus zu stellen, damit man merkt, man muss sich hier nicht öffnen, man kann auch einfach dabei sein, Spaß haben, eine gute Zeit verbringen und ein angenehmes Wochenende verbringen. Nicht zuletzt durch diese Leichtigkeit ist auch ein größeres Vertrauen entstanden, sich auch zu öffnen, sich zu zeigen, Dinge zu erzählen, die man sonst in seinem Alltag vielleicht nicht für erzählenswert hält oder wo man einfach kein Gegenüber findet, was einem dort zuhören möchte. Wichtig war dabei also nicht zuletzt eine wertschätzende Grundhaltung, Sympathie, Empathie und nicht zuletzt auch ganz viel Lebensfreude.
Falls du nur mehr wissen möchtest über das Madcamp, über das Anti-Stigma-Festival und wie es weitergeht, und es geht weiter im kommenden Sommer mit einer weiteren Ausgabe in einem größeren Maßstab wieder in Brandenburg am Spielosee, dann schau gerne mal vorbei auf der Webseite madcamp.de. Dort findest du viele weiterführende Informationen, eine wunderbare Podiumsdiskussion gibt es auch hier auf YouTube und du kannst schauen, ob du dabei sein möchtest im nächsten Jahr. Setz dich gerne mit mir in Verbindung und abonniere den Newsletter, dann bleibst du auf dem Laufenden unter madcamp.de. So viel von mir für heute. Vielen Dank für dein Interesse. Bis zum nächsten Mal und ein großes Tüdelü.